Hallo liebe Leute und willkommen bei Ben Hammer LP. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Ben so ein bisschen schlecht klingt, ich bin ja gar nicht der Ben. Mein Name ist Spielsatz Fail. Wir machen ein neues Projekt zusammen mit dem Ben. Hallo Ben. Hi, grüß dich. Jetzt haben wir's. Nein, wir haben so ein bisschen rumgefriemelt vorher mit dem Ton und ich glaube, das ist akzeptabel, was da bei ihm ankommt. Der ist nur sehr anspruchsvoll. Ja, das ist halt einfach der Schwabe in mir, der die Perfektion sucht. Aber genau. Ich stehe hoffentlich mal drüber, mal gucken. Ja, wir zocken mal Shift Happens. Spiel, was ich schon lange mal auf dem Schirm habe. Und jetzt muss ich es auch in Folge 1 direkt wieder gestehen. Ich habe es ja auch schon gespielt. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich es dann mal durchgespielt habe. Ich habe es mit einer Freundin gespielt, so Couch-Koop-mäßig. Bevor jetzt jemand was anderes denkt, es blieb wirklich nur bei der Couch. Ja, es war nicht Shift Happens und Chill oder sowas. Ja gut, wenn es mal nur auf der Couch bleibt, ist ja auch in Ordnung, weißt du, so zwischendrin. Stimmt. Jedenfalls kenne ich schon einiges von dem Spiel und ja, wollte es immer mal in Let's Play-Form gießen und das machen wir jetzt, da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch, weil ich wollte das Spiel auch schon immer zocken, aber ich habe nie jemanden gefunden, der mich lieb hat und ja, immerhin. Jetzt darf ich auch mal Shift Happens spielen, weißt du? Ich mache das hier auf professioneller Ebene, das hat nichts mit Liebhaben zu tun, bilde dir da nichts ein, ja? Jetzt sei doch nicht so, Mensch. Jetzt habe ich einmal, weißt du, einmal will ich nett sein. Na gut. So, dann gehen wir mal rein in, hier, starte Spiel natürlich. Und zwar, ich glaube, ich kann dich jetzt noch nicht einladen. Ich muss also erstmal der Kleine, der Bismo sein. Ja, du darfst. Dann drücke ich jetzt mal A und dann gehe ich auf Freunde einladen. Der große Dicke passt eh besser zu mir. Zip. Dann bist du jetzt eingeladen. Müsstest da gleich reinkommen. So, und jetzt habe ich festgestellt, es ist nämlich so, da sieht man schon dein Hütchen. Was ist denn, was stellt denn das da? Oh Gott, Wikinger? Ach, ist das so eine Art Iro? Ja, habe ich auch überlegt, Iro. Genau. Guck dir das an. Genau, das ist nämlich neu. Also ich habe das Spiel das letzte Mal, das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Oh, auch nicht schlecht. Und ich habe es schon gespielt, da war es im Early Access. Ist übrigens ein deutsches Entwicklerstudio, wenn ich nicht irre. Ja, habe ich vorher auch irgendwas gelesen, irgendwas München-mäßiges, ne? Genau. Kommt, glaube ich, aus Bayern, das Studio. Genau. Oh, der ist auch Cutie, um es mal so auszudrücken. Oh, hast schon bestätigt. Ja, Cutie, genau, hast schon bestätigt. Und die Hüte sind auf jeden Fall neu, die kenne ich noch nicht. Das ist doch mal bescheiden. Der ist ja größer als ich, der Hut. Ja. Bei dir, ja. Ach du Scheiße, so willst du nicht durch die Gegend laufen, oder? Oh Gott, das wird ja mal besser. Oh ja, blauer Mann, blaue Mütze, sehr schlau. Okay. Passt zum Thema. Oh Gott, yeah! Ach, der erinnert mich ein bisschen an Hi-Hi-Hi-Chi, dein. Der kleine Joystick da. Ja. Also, meiner sieht aus wie ein Kämpfer, muss ich sagen. Oh, guck mal hier. Oh Gott, was ist das? Ich werde aufgefressen. Du wirst gefressen, nein! Oh, Liebe! Ha, Liebe, ach, das schön. Thema! Na, dann hol dir doch deine Liebe ab. Oh, Kopfhörer. Oh, ja. Also, ja, Geschenk viel, ne? Für dich. Ich glaube, die Schlaufe finde ich am besten. Oh, weia. Da ist die Liebe, okay. Aber ich denke, es muss der hier sein. Der sieht einfach lässig aus. Der sieht schon cool aus. Guck mal hier, Sahnehäubchen mit Kirsche. Sehr nice. Was ist das? Was? So ein Nacho? Wie eine Pizza. Oder sowas? Nacho, ja, stimmt, Nacho. Aber die gleiche Sahne. Komisch. Okay. Oh, das ist auch schön, so ein hier Ureinwohnerhütchen, sag ich mal. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Bart. Der sieht relativ schick aus. Das ist die Frage, muss ich das bestätigen? Ah, das ist ja bescheuert, guck dir das mal an. Gute Frage, vielleicht wenn ich bestätige. Ach nee, da oben, ich kann starten. Ich kann selber starten. Also nimmst du den dieses Gesicht da? Nee, aber ich wollte gerade sagen, dass das Absurde bei dieser kleinen Figur ist, dass halt vieles davon mindestens halb so groß ist wie ich selbst schon. Also man sieht mich ja kaum noch hinter dieser Maske. Ja, stimmt. So. Oh, der Schnauzer. Le Moustache. Was ist das denn? Ihr erinnert mich ja auch immer so ein bisschen an Monopoly, ne? Der Monopoly-Guy. Ja, stimmt. Aber so viel, das hört ja überhaupt nicht auf. Jetzt bin ich erst bei Cutie angekommen. Wow, ich muss mich entscheiden. Okay, das ist wieder der Anfang. Was wollte ich? Ich wollte die Schleife. Ich wollte unbedingt die Schleife, ist so. Okay, starte Spiel. Jawohl. Fluchtplan, da haben wir die Karte. Okay, jetzt muss ich mich auch mal zurückerinnern. Das ist natürlich auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Insofern, es ist so semi-blind für mich jetzt, sage ich mal, um dem Zuschauer noch ein bisschen Überraschung zu lassen. Sollen wir hier mal noch mal episch das Labor vorlesen? Ja, mach du.
Also gut, der Fluchtplan, das Labor. Machen Sie sich rechtzeitig mit den Flucht- und Rettungswegen vertraut. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Fluchtweg über Treppenhaus. Ja, Standard irgendwie, ne? Ja, so ein bisschen. So, da links steht Produktion und Fließband. Aha. Da kommen wir werden her. Wir vom Fließband hergestellt? Ja, könnte sein. Wie der T-1000 werden wir gegossen in verschiedenen Farben. Oh yeah. Und deshalb sind wir auch flexibel mit unserer Größe. Yeah. Eindeutig der bessere Terminator, aber gut. Ansichtssache auch. Ja, schon. Ja, ja. Trotzdem hat er nicht gewonnen am Ende. Ja, eben. Okay, wie war denn das? Also genau, wir können Sterne sammeln. Da gibt es insgesamt 160. Und dann sammeln wir so... Du würdest Cubi sagen. Ja, Cubis. Das sind Würfel, genau, 19 Würfel. Ich weiß aber nicht mehr, was war. Also, da es Sterne mehr gibt, sind die auch irgendwie leichter. Die waren, glaube ich, auch für den Fortschritt wichtig. Müssen wir dann mal gucken. Ich gehe einfach mal rein, ne? Du darfst. Guck mal, ich kann hier schon ein bisschen. Ah, du kannst switchen. Auswählen schon, oder ja. Wie? Wir fangen natürlich hier an. Ja, ganz klar. Ach so, okay. Das ist auch noch mal ein Unterlevel. Wow. Interessant. Ja, gut, ist ja noch nichts freigeschaltet. 103a, 104a, 104b. Ja, okay. Kann ich dir jetzt echt auch nicht sagen. Also, ich bin jetzt auch nicht der Experte in dem Spiel, also nicht, dass jemand denkt, ich könnte hier alles erklären. Ich muss auch erst wieder reinfinden und finde das selber wieder raus. Ich starte, ne? Ja, 101 Ärger im Doppelpack. Okay. In jedem Level können insgesamt 75 Münzen gesammelt werden, außer in den Testräumen. Stand bei mir als Tipp. Ja, bei mir stand auch. Ja, was ist schon wieder weg? Mensch, lässt mir nicht mal Zeit zum Vorlesen hier. Clonk Games! Steht natürlich. Oh, das, guck mal. Was bist du? Oder das sind mehrere von dir? Ich bin einzigartig. Ah, von der Unity Engine. Okay. Ja. Ach stimmt, man hat ja auch noch Kisten gehabt, die man durch die Gegend schiebt. Deck 13. Okay. Ja, ich erinnere mich so langsam wieder an alles. Da ist Bayern. Die zeigen hier schon so ein bisschen die Spielmechanik auch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ah, siehst du, da hat er die Form gewechselt. Okay. Ja. Ich denke mal, das wird auch schon jeder begriffen haben, aber der Spieletitel ist natürlich ein Wortspiel auf Shit Happens, ne? Das ist schon sehr lustig. Aha. Was tun sie da? Da gibt es so Life-Sensors offensichtlich. Okay. Die sind mir jetzt auch erstmal neu. Überhaupt das ganze Intro ist mir neu. Ich weiß nicht, ob ich das wieder verdrängt habe. Oh, guck mal, hier werden sie angepinselt. Ah, ich wollte gerade sagen. Jetzt gibt's Farbe. Oh, guck dir den Blob an. Ich bin der Blob. Oh, 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 oh. Oh, da dreht aber einer durch. Ah, nein! Ja. Mensch. Farblich auch so ein bisschen wie die Portalgele. Ja, ne? Hm. Oh, oh. Nein. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon kommen. Das endet nicht gut. Ich bin schon weg. Ciao. Achso, doch, du. Ich dachte, du passt da nicht durch. Als Kleiner passt du durch. Nein, oh, mein Bauch. Ups. Hilf mir. Ah, okay. Beide klein. Was tust du? Uiuiui. Okay. Oh ja, jetzt wieder klein. Oh nein. Oh Gott, Dicky. Oh mein Gott, bin ich wieder der Dümmliche, ja? So sieht's aus. Ich glaube, dieses Ich und Du wird fließend sein, weil wir irgendwie dann immer unterschiedliche Eigenschaften haben. Oh oh, oh nein. Das Chaos setzt sich fort. Lass dich nicht greifen! Sehr gut. Doch nicht so dümmlich. Auf jeden Fall haben die ihren eigenen Willen, die wollen da jetzt raus. So. Also sagen wir mal so, die Grafik ist zweckdienlich, ne? Ja, würde ich auch sagen. Was stand da gerade? Die Stampfobjekte werden von den Entwicklern Jochen genannt. Jochen? Ja, stand bei mir gerade. So, ich bin irgendwie rausgeflogen. Ja, ich glaube, ich muss nochmal starten. Das war ja jetzt das Intro und
Ich würde sagen, wir sind jetzt beide hier, genau. Wir können jetzt nochmal. Achso, muss ich jetzt hier nochmal. Ich muss dich tatsächlich nochmal. Bist du noch da? Nee, ne? Ich bin jetzt im Hauptmenü tatsächlich. Ja, dann lade ich dich nochmal ein. Irgendwie. Jetzt hast du nochmal eine Einladung, so leid mir das tut. Tja. Manchmal komisch ist es komisch, eigentlich. Ne? Ja, weil wir waren ja schon. Also ich habe jetzt einen anderen Hintergrund. Der sieht halt aus wie, als wenn wir schon Lava. Im ersten Level. Blaues Lava, ne? Nee, nicht wirklich. Eher so ein See. So, bist du da? Echt? Ja, theoretisch bin ich da. Dann starte ich jetzt nochmal. Hä? Müssen wir uns das jetzt nochmal antun? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Clunk Games. Kann man das kannst abbrechen? Das ja, kann man. Ja, okay. So. So, warte, Spiel 1. Dann hat er uns vielleicht aus. Ah, okay. Dann hat er uns irgendwie. Och, mein Schleifchen ist aber schön. Oh. Ah, so macht man es. Okay. Guck mal, der Kleine mit Bart. Ja, der Hallo. Kleine hat schon einen Bart. Ich bin 3 Jahre alt, aber habe außerdem das Haarwuchs mit meines Vaters mitgenommen. Ja. Hui. Sag mal, ja. Laufe ich eigentlich immer vor dir? Ja, ne? Von der Ebene her? Ja, scheint ja. So. Wenn du dich jetzt klein machst, dann bist du gar nicht zu sehen. Tschüpp. Oh. Ah, doch. Ah, interessant. Aha. Okay, also wenn wir gleich groß sind, bist du vorne. Sonst, wenn ich mich klein mache, bin ich vorne. Ah, das damit ist, du zu sehen bist. Klug geregelt, ja. So, und jetzt haben wir. Genau, das sind diese. Aha. Nee, warte, auch mal welche einsammeln? Es gab Sterne und. Das ist was anderes. Das sind ja gar nicht die Sterne. Sammeln wir die gemeinsam? Ah, nee, guck mal, wir sammeln die getrennt voneinander. Ja. Oh, das wird lustig, Kumpel. Ja, ja, aber das ist nicht unbedingt kompetitiv. Ich weiß, dass es nicht kompetitiv sein soll. Man kann es nur draus machen. Theoretisch zusammen. Es ist auch so, wenn einer krepiert, dann verliert er die irgendwie wieder. Ja. Und der andere kann sie dann einsammeln. Also man kann die sich auch wieder klauen. Aha, das ist gut zu wissen. Mach ich mich mal klein. Da stand's auch, ne? Also bei mir. Was, rechter Trigger? Na gut, rechter und linker Trigger, je nachdem, was man drückt. Oder stimmt. Das ist nur der eine. Also bei mir stand es RT. Es geht auch allein mit einem. Wenn ich den gleichen drücke, geht's auch. Okay. Ja. So, jetzt muss man hier schon nämlich aufpassen. Genau, das steht. Ah, guck mal, hier muss ich groß. Okay. Genau, sonst säufst du nämlich ab. Ah, das ist ja Saufe, ne? Okay. Ja. Verstehe. So. Wie kommen wir da oben hin? Ah, vielleicht hier rüben. Später gibt es nämlich auch, so viel greife ich dann doch mal vor, Wurfmechaniken. Das wird sehr lustig. Da muss der eine klein sein, der andere wirft ihn und so. Wo war das nochmal? Das war hier, genau. Ich würde sagen, du musst als Kleiner dahin springen. Und ich ganz ehrlich, ich mache das jetzt einfach nur, weil das, ich kenne das, weißt du? Wenn du morgens aufstehst und dir einmal so krank auf den Bauch klatscht. Ja. So, ich stehe hier bereit, falls du krepierst. Alles gut. Hup. Dann hätte ich deine, dann hätte ich deine verlorenen Kringel eingesammelt. Hey, aber sowas, ne? Ah, guck mal, als Kleiner kann man, glaube ich, auch größere Sprünge machen, ne? Weil du hast ja weniger Masse. Nee, stimmt. Doch, geht auch so. Du hast einfach nur versagt bei dem Sprung. Einigen wir uns darauf. Alles klar, danke vielmals hierfür, ne? Ja. Guck mal, ich habe hier so einen Knopf. So. Das kannst du, glaube ich, durch, oder? Bleibt das offen? Nee, das bleibt jetzt offen. Geh mal runter. Ah, wir mussten es zusammen aktivieren. Ich oben als schwerer und du unten als kleiner. Und dann passt es. Genau. Höp. Zack. So, was machte der? Ach so, da muss ich mich jetzt was machen. Ah, guck, jetzt holen wir uns mal den Cubie da. Okay, dann Frage, geh ich mal kommst hier du rüber. Da? Ja, kommst du sogar hoch. Ah, was stimmt. Jetzt? Man musste den zwischen sich balancieren und an eine bestimmte Stelle bringen. Das müsste jetzt da rechts von dir sein. Ah, dann musst du jetzt wahrscheinlich rüber. Ja. Oder? Ach, komm erstmal wieder. Oh, das stimmt, stimmt. Wenn du da stehen bleibst und ich rumlaufe, geht's eigentlich auch. Ich denke mal, recht. Das muss auch genau. So sein. Also man muss sich immer so positionieren. Ah! Ja, ich hab's gerade gedacht. Das tue ich jetzt lieber nicht. Ah, einer muss oben rechts. Siehst du? Wird ja sogar angezeigt. Ach, ist ja hier die Stelle. Ich hab gedacht, ja, stimmt. Dann bleibst du gerade mal klein, ich bleib groß. Ich war blind. So, genau. Genau, so balanciert man das aus. Ja. Da freut sich aber einer. Hast du es aktiv gemacht? Ja, mit dem LB. Okay. Das ist eigentlich. Das ist verspotten, theoretisch. Ja, genau, das stand nämlich in den Optionen als verspotten, aber es sieht eher so aus wie Fire-Modus, oder? Ja, irgendwie schon. Obwohl du, naja. Zeig ein bisschen den Hintern, ne? Zeig ein bisschen den Popo. Mache ich als Großer was anderes? Oh! Das ist eigentlich meins! Mach du mal als Kleiner jetzt was. Was passiert denn da? Okay. Ja, das ist schon am ehesten verspotten. Okay, was ist das hier? Ah, man kann hier hoch. Interessant. Ah, ich habe eine Idee. Aber du darfst natürlich auch.
Kann ich hier so... Hüpp. Nee, kann ich nicht. Was ist das hier? Ich will da hoch. Was war denn die Idee? Ansaugen irgendwie? Ja, ich will da oben das Ding haben. Siehst du das? Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob man mit mehr Masse startet und dann leichter wird, ob das was bringt. Aber bringt nichts. Komm mal her. Ah, wir können uns schon werfen. Okay. Ja, dann ich weiß nur nicht, wie... Ja. Ey! Warum? Jetzt hat er mich noch überholt am Schluss. Aber alles fürs Team. Ich glaube, wir wären hier anders hochgekommen. Einfach auf den Knopf steigen, oder? Dann kommt das runter. Ach so. Nee, dann ja, hätte ich ja hier... Na doch, dann hätte ich den Sprung gemacht. Hätte man rüberspringen können. Ah, wie war jetzt noch gleich greifen? Greifen war... Ich kann logischerweise nicht X. greifen. Mach dich mal klein. Nee. Ich mach mich klein. So, genau. Nimm ich. Man kann auch senkrecht hochwerfen. Bleibst du da? Ich greife dich. Man kann den Gegner auch einfach... Gegner, sage ich schon. Den Freund. Ja, alles klar. Ja. Einfach mal so gegen die Wand klatschen. Hey. Das war aber nicht nett. So, dann müssen wir beide beim Ausgang stehen. Überspringen das mal noch nicht. Aber das wird dann, glaube ich, immer gleich aussehen. Wir gehen in so einen Aufzug rein, dann geht's weiter. Okidoki. Ja. Was machen wir jetzt? Ah, jetzt wird erstmal hier. Die Abrechnung. Aber wir haben eigentlich alle gesammelt, ne? Würde ich auch sagen. Hä? Wo hätten wir noch 25 Sterne herholen können? Gute also ich habe nichts gesehen. Komisch. 50. Es stand ja auch, es gibt in jedem Level 75, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Aber hä? Ich hab, naja, gut. Vielleicht mit Schnelligkeit oder sowas. Was ist hier los? Ah, jetzt geht's weiter. Ja, kann sein mit Schnelligkeit. Oh. So. Aber wir haben auf jeden Fall mal diesen Würfel gefunden. Zeitrennen freigeschaltet. Zeitrennen. Liest du vor? Zeitrennen freigeschaltet. Glückwunsch, du hast deinen ersten Level beendet. Jedes Mal, wenn du ein Level zum ersten Mal durchspielst, schaltest du das Zeitrennen frei. Starte den Level einfach nochmal, benutze die Uhr und sprinte los. Bin ich ja nicht so ein Freund von, ich bin ja kein Speedrunner. Wie sieht's bei dir aus? Auch gar nicht, null. Okay, dann lassen wir mal das Zeitrennen liegen. Würde ich auch mal so lassen, ja. Dann machen wir jetzt die 102 Hochspannung. Ab nach oben. Tja. Ich bin eh schon geladen, von daher. Sag mal, jetzt fällt mir auf, dass meine Schleife hier sowas nach sich zieht. Stimmt. Tja. Vorher noch nicht aufgefallen. Oh. Ah, und was mir gerade aufgefallen ist, dass die Schleife so lustig fliegt, wenn ich die Form ändere. Hui. Ja, bei mir auch, dir. Ja. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier als Diggerle drauf. Ja, ich hier unten aber auch, ne? Ja, scheint so. Sehr gut. Ja, und das bleibt auch aktiviert. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer so ist. Ob da nicht später was kommt, was einfach nicht aktiviert bleibt. Okay, jetzt... stimmt. Hier muss man gar nicht... Dachte, ich werf dich rüber oder sowas, aber den Spaß hast du mir nicht gegönnt. Ich brauch deine Hilfe nicht! Ja, oh! Nicht blöd, Mann. Bin ich direkt hinterhergelaufen. Ja, wie so ein Lemming, ne? Oh, das ist meiner! Ja, alles meins! Gib mir! Holst dir. Man muss sich also in der Luft... groß machen. Hey! Ey, nein! Okay. Ah, Strom, guck mal. Ja, du darfst mal zuerst. Oh, okay. So einfach, ja? Da oben ändert sich was, die Plattform ändert sich. Ah, okay. Ah, dann. Du musst dann immer umschalten. Ja. Ich mach mich mal klein. Mal. Okay, 3, 2, 1, hüpp. Sehr gut. Er hat ja noch nicht. Umschalten. Was? Ja, hab ich doch gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Aber da tun wir uns noch. Ah, guck ihn dir an. Ah. Warte, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wo war das? Hier war anziehen. Okay. Ja, genau, hier war so anziehen. Aber das geht, glaube ich, tatsächlich nur, wenn einer mal gestorben ist, dann kannst du dir das Zeug holen. Das geht nur auf eine bestimmte Entfernung. Was ist denn da unten? Was? Ah, das machst du jetzt. Okay. Ja, schön. Alles klar. Warte, ich gehe erstmal hoch. Ja. Kann ich das von oben besser? Ich springe erst beim zweiten. Besser. Ja, mach nochmal. Jump again. Sehr gut. Moment, ich mach mich mal groß. Hilft das was? Komm, hier so ein bisschen schweben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, der Profi wieder hier. Tada. Sieht mal Couch-Koop und so, ne? So. Jetzt teste du mal. Aber wenn ich jetzt hier... Achso, du kannst mich nehmen und... Also wenn du nach oben drückst, dann schmeißt du mich senkrecht hoch. Aber bitte wieder auffangen. Obwohl, nee, ich mach mich groß danach. Ja, genau. Also gut, dann... Ja, easy. Kein Problem. Was ist das hier? Ah, okay, verstehe. Dann mache ich mich mal klein. So, genau. Jetzt kann ich dich fahren.
Oh, guck mal, du hast eine gewisse Trägheit. Tatsache. Vielleicht schaffe ich es, dich runter zu. Ey, ey! Nein, auf mich! Na, aufpassen, aufpassen, aufpassen! Ha, okay. Soll ich dir was dazu sagen? Okay, da fährt er und holt sich die nächsten 3 Punkte. So. Ich würde sagen, jetzt kannst du dich... wenn du hier rüber bist, solltest du sterben. Kannst du dich revanchieren. Ja, ich mach mal aus. Musste. Achso, warte mal, ich... Ah, nee, ich fass mir ja selber zurück. Ich hab den Strom ausgemacht. Alles gut. Manu! Also gut, hier, ich mache die wieder an. Ah, ich kann gar nicht mehr anmachen. Achso, ich laufe einfach nur durch. Ich dachte, du schaltest das gleiche für mich. Nein, Mist, ich kann gar nicht mehr anmachen, ich wollte killen. Oh, was ist das? Okay, das sind die ganzen Plattformen. Sind die getimed? Die sind getimed, wie schön. Ah nee, man muss... Wenn eine an ist, dann kann ich keine andere machen. Ah! Hol's dir! Sorry, also, der musste sein. Also erstmal der hier. Ich gehe erstmal rauf. So. Ja. Eigentlich, ja, wir müssen gar nicht Countdown machen oder so. Du siehst ja, wenn ich springe. Oder ja, brauchen die einen Moment? Wie lange brauchen die? Schalte mal bitte. Ah, die sind schnell da. Okay. Ja, die sind relativ zügig da. Ja. Das kannst du schaffen, wenn du siehst, dass ich springe. Und zwar jetzt. Und jetzt. Okay. Jetzt, ich teste mal kurz. Müsste ja die gleiche Reihenfolge sein. So, in der so. Theorie. Okay. Höp. Ich habe ja ihn übrig gelassen, sehe ich gerade. Hey, das war nicht meine Schuld. Ich kann's nicht holen. Scheiße. Nein, warte, ich schalte hier den ersten. Der erste schaltet sich automatisch. Oh. So. Oh, okay. Und, höp. Und, da, nein, warte. Ich hab's. Was machst du? Entweder, also du musst dich entscheiden, ganz oder gar nicht. Hey, halt! Nein, ich will hier raus! Hilfe! Ah, guck mal, wie der zappelt. Lass mich los, heißt die Errungenschaft. Nimm mich nochmal hoch. Okay. Nimm mich nochmal hoch. Achso. Guck mal, wenn ich jetzt springen will, dann zappelt der so. Nein, nicht werfen. Nicht werfen. Sehr lustig. Oh. Ey! Ich will raus hier. Ich will einen neuen Forschungspartner. Das war erst der Anfang. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Ah, das stand gerade bei mir als Tipp, wenn dich ein Freund festhält, kannst du durch mehrmaliges Springen entkommen. Also habe ich es doch selber geschafft. Okay. Aber wir haben immer die 55, ne? Da gibt es anscheinend irgendwelche versteckten 20. Das kann natürlich auch sein. Hm. Komisch. Ich kann auch einen Knopf drücken hier. Bams. Na, drück mal. Knöpfchen drücken. Aber sonst, den Rest haben wir ja mal alles frei, ne? Nur der dritte Stern. Also ich sag mal so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so ziemlich alles in dem Level gesehen, dann laufe ich da auch nicht noch 5-mal durch, um zu gucken, wo diese 25 Sterne noch herkommen könnten. Bis jetzt. Vielleicht, ich schließe was es nicht aus. Vielleicht machen wir noch eine Special-Folge. Wenn man über diese Sterne diese Zusatzlevel freischalten würde. Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr so sagen. Aber ich meine, 2 Sterne, glaube ich, mehr sollten sie erstmal nicht erwarten. Oh. Ja. Uiuiuiui. Ui. Das war ein bisschen kräftiger Wurf, ne? Mhm. Oh, ne. Okay, und jetzt? Tschüss. Nee, nicht tschüss. Das war vielleicht keine gute Idee. Bitte nein. Okay. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Da war noch so eine Mechanik, die wir jetzt am Anfang noch nicht hatten. Aber ich verrate es noch nicht. Außer in den Testräumen stand da mit den 75 Levels bei mir gerade als Tipp. Das stand jetzt gerade, Klonk musste während der Entwicklung 5-mal umziehen. Auch relativ interessant. Ja. Yep. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht vorgreifen. Wenn jetzt einer die Form wechselt, wechselt der andere mit. Also jetzt sind wir auf jeden Fall immer gegensätzlich groß. Ach so. Und das führt nämlich zu ganz lustigen Spielsituationen. Es kann jetzt nämlich passieren, dass wir in einer Situation sind, in einer tödlichen Situation, wo einer klein werden muss und der andere groß und dann drücken sie beide den Knopf und dann hat sich nichts verändert. Das ist dann immer sehr kritisch, müssen wir aufpassen. Interessant. Okay, was hast du? Dann schmeiß mich mal hoch. Ja. Okay, und dann so, und jetzt kannst du links wahrscheinlich rein. Das war ein ziemlich tiefes, seichtes Wasser. So, und jetzt da theoretisch. Au! Da! Das sind beide die gleiche Idee. Warte mal, wie konnte ich mich denn... Ah, so.
Stimmt, da muss erst einer durch. Jetzt gehe ich durch. So. Und jetzt musst du mich tragen, ne? Ja, sonst geht das mach ich nicht. Doch gerne. Ja. Dann kriege ich nämlich die Punkte. Natürlich. Jetzt versuche ich mal rauszukommen, genau. Hast du mich jetzt gerade geworfen? Ich habe dich geworfen, ja. Wenn jetzt du glaubst, du kannst hier selber fliehen. Ne, warte. Nimm mich mal hoch und ich versuche mich jetzt mal frei zu strampeln. Nein. Okay, also so sieht's aus, wenn ich es selber schaffe. Gut. Wir müssen da beide hoch. Genau, hier müssen wir beide hoch. Ha, ich bin groß. Also noch. Oh! Das war. Oh Gott. Das war knapp. Das war fies. Ah, warte mal, ich hab was gesehen. Bin gleich was? Wieder da. Oh ja, siehste. Oh, sehr gut. Da hat mein Auge wieder alles wahrgenommen. Da sahnt er ab. Oh. Yep. Ah, das kann man auch echt leicht übersehen, wenn es in den anderen Leveln auch so. Ja, siehste. Muss man gut hingucken. Okay. Bevor du losrennst, warte kurz eine Sekunde, dass ich mit kann. Noch ist ja. Ist ja nichts, oder? Okay. Ja, jetzt kannst du mal vorlaufen, sonst. Okay. Da kann man auch den anderen richtig schön reinreiten, ne? Wenn ich jetzt durchlaufe und du drückst die Taste, hast du mich gekillt. Ja. Will dich nicht auf Ideen bringen. Ey! Oh! Sage mal. Ich vertraue dir irgendwie nicht mehr. Wieso? Du machst doch hier die Sachen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nach oben springe? Bist du dann auch tot? Nein. Aha, dann bin ich befreit. Das läuft sogar der Dicke ab. Jetzt muss ich sogar wiederbeleben. Aha, da verstehe. So, da ist seicht, da kann man in jedem Fall stehen. Ja. Hier ist, da kann der Kleine hüpfen, würde ich sagen. Okay. Es wird dann später auch Stellen geben, wo man nur werfen kann. Da oben. Ach, oh, Vorsicht, okay. Nicht, dass ich dich köpfe aus Versehen. So. Nee, das kannst du nicht, aber... Achso. Oh, ah doch! Oh Mann! Kann ich nicht, ne? Hilf mir! Okay, ich helf dir. Wiederbelebung. Oh. So, warte mal. Hä? Kannst du die Reihenfolge steuern? Ja, ich kann's hoch und runter. Okay. Ich hätte klein. Ja, da muss wahrscheinlich klein machen müssen. Warte, ich hol's. Ja? Achso, okay, die Geschichte wieder. Warte, jetzt muss ich erstmal nach oben. Aber am besten, du gehst auf das zweite, würde ich jetzt mal sagen. Du kommst alleine hoch, ja. Ja. Oder vielleicht noch eins hoch. Ja, würde ich auch sagen. So. Und dann machen wir mal den hier. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon gut aus. Leider muss man ein bisschen halten. Ja, warte. Das passt vielleicht schon. So. Ich hätte tatsächlich... Ah, nee, passt. Okay. Sauber. Sehr gut. Muss nur noch hier rüber. Ich switch mal. Okay, einer muss oben lang, einer muss unten lang. Kannst du raussuchen. Naja, wenn ich schon klein bin. So. Und was mache ich hier? Alles klar. Da musst du mir jetzt hart vertrauen, ne? Du hältst jetzt gedrückt, ne? Ich halt gerade gedrückt. Wenn du sagst, du sprintest los, dann lass ich los. Du steuerst nicht rechts, links, sondern wenn du loslässt, dann geht es zurück? Genau, okay. Dann fährt's los. So, ganz einfach. Ich mache hier mit Anlauf, dann siehst du, wann ich da bin. Okay. Okay, da war mein Timing schlecht. Ja, du hättest mich erstmal... Ich wusste nicht, dass es so schnell losgeht, also... Hättest mich erstmal springen lassen müssen. Ach, es ist gar nicht so leicht. Nee. Das ist vielleicht sogar eine Sache, die wir vertagen in die nächste Folge. Ja, das könnten wir theoretisch tun. Zeit ist schon vorbei. Lass mir die Laser entscheiden. Alles klar. Die Laser, nicht die Laser, ne? Laser. Ja, ich dachte erst die Laser. Wir haben doch gar keine Laser. Wir haben nur Zuschauer. Achso. Okay, dann sind wir mal an der Stelle raus. Sehen uns beim nächsten Mal. Und bitte vergesst nicht, beim Ben zu kommentieren und zu liken und zu abonnieren. Oh, ja. Danke. Das gleiche gilt natürlich auch für den guten alten SSF. Ja. Der Olli, der sehnt sich auch ab und zu mal nach ein bisschen Liebe. Ab und zu, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.